Ja, nachdem ich jetzt auf dem Flugplatz war in Bronco, möchte ich natürlich, wie sich das zu Hinterland gehört, etwas über den Ort erfahren. Und ich habe mich jetzt mit der Bürgermeisterin verabredet. Und Martina Möller heißt sie und sie wartet auf mich an der Bushaltestelle. Oh, hallo. Hallo, grüß Sie. Guten Morgen. Martina Möller. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit für uns nehmen, hier einen kleinen Abstecher in unseren Ort Bronco zu machen. An der Bushaltestelle treffen wir uns, haben Sie gesagt. Jawohl. Und da sind wir auch stolz drauf, weil die ist noch gar nicht so alt, weil bisher hatte der Bus immer da vorne auf der Landstraße gehalten. Ja. Und das war für die Kinder natürlich eine gefährliche Angelegenheit. Da gibt es jetzt hier so eine Einfahrt. Da haben wir jetzt hier so eine Einfahrt gebastelt und gebaut. War auch nicht ganz billig. Mhm. Ja, wenn Sie mal in die Richtung schauen, da geht es ja Richtung Karlau. Mhm. Und hier der Eichenweg, das war die alte Karlauer Straße. Ja. Und das ist sozusagen hier unser grünes Eingangstor. Schön, schön. War ein alter Park, ist auch weitestgehend erhalten. DDR-Zeiten dahinter, ein bisschen was weggekommen, aber das sehen wir, wenn Sie Zeit haben, uns dann gerne. Ein bisschen, ich komme ja gerade vom Flugplatz, da ist ja mächtig was los heute bei den Flugtagen. Mhm. Aber das habe ich ja auch, ich glaube, Sie haben es mir gesagt, dass Bronco ja gar nicht den Flugplatz in seiner Gemarkung hat, obwohl er Flugplatz Bronco heißt. Wie kommt das eigentlich? Naja, ganz so ist es nicht. Es ist ein Stückchen Gemarkung Bronco. Aber Ältere haben mir erzählt, das war wohl auch so ein bisschen die Namensgebung, hing mit den Kriegsereignissen zusammen, weil man da auch ein bisschen ablenken wollte. Weil im Grunde genommen ist ja der Flugplatz weiter Richtung Lukajetz und gar nicht so dicht am Bronco dran. Ob das nun wirklich so stimmt und historisch belegt ist, weiß ich nicht. Aber das sind so Erzählungen, die hier im Ort passiert sind. Aber Sie als Bürgermeisterin sagen schon, das ist unser Flugplatz in Bronco. Das sagen wir schon, na klar, also wir sind ja froh. Kennt man ja viel, wenn man auf der Autobahn langfährt. Richtig. Auch. Und man verirrt sich wahrscheinlich selten hier nach unten. Deshalb nehmen Sie die Zuschauer ein bisschen mit. Was macht Bronco so besonders? Na, ich sag mal, wir haben schon eine spezielle Lage. Erstmal wirklich direkt am an der Autobahn. Ich sag mal, positiv und negativ. Ne? Auf der einen Seite laut, Diebstähle gibt es auch genug. Man ist eben schnell wieder auf der Autobahn, um abzuhauen. Auf der anderen Seite, wir sind natürlich auch schnell in Dresden, in Berlin, in Cottbus. Es ist so ein bisschen zentrale Lage und das macht natürlich auch was aus. Und außerdem Landwirtschaft, kommen wir dann nochmal dazu, wenn wir durch den Ort gehen, wenn Sie die Zeit haben. Aber auf alle Fälle, wir sind ja eingebettet hier in Wälder und Felder und mitten in der Natur. Und das macht natürlich auch schön. Wir haben keine Großindustrie, haben wir hier nicht. Wir sind auch am Ende vom Landkreis OSL. Ich sag mal, im übernächsten Ort fängt schon Elbe-Elster an. Wollen wir mal ein bisschen spazieren gehen? Dann gehen wir mal. Wo ist denn die Hauptstraße im Dorf? Ja, der Hauptweg geht eigentlich hier rein. Ja, dann folge ich genau. Ihnen einfach mal. Die nächste Straße, die weiter oben Richtung Finsterwalde ist eigentlich die Kreisstraße. Betrieb hat auch eine wirtschaftliche Bedeutung für den Ort, oder? Eine sehr große wirtschaftliche Bedeutung, ist der größte Arbeitgeber, den wir hier im Ort haben. Ansonsten haben wir sehr viel Kleingewerbe, also Malermeister, Dachdecker, Fliesenleger, alles rings ums Haus ist eigentlich in Bronco vorhanden. Mhm. Wir haben ein nächstgrößeres Unternehmen, das ist die Firma Donner. Die ist aber in Sado mit einem Firmensitz. Ah, das ist interessant. Sie haben also mehrere Ortslagen auch noch, die dazugehören. Jawohl. Welche gehören eigentlich dazu? Ja, wir haben Lipton und Lug und Bronco sind in der letzten Verwaltungsreform des Landes Brandenburg zusammengegangen, damit wir die Eigenständigkeit behalten. Und das war im Jahr 2002, 2003. Damals hatte sich Bronco, war damals noch im Amtsbereich Karlau, mussten uns gerichtlich rausklagen, damit wir zum Amt Altjöbern wechseln konnten. Und seitdem sind wir eine eigenständige Gemeinde. Mhm. Bronco in DDR-Zeiten hatte noch Sado und Rutzgau als Ortsteile. Mhm. Die sind natürlich jetzt runtergestuft. Auf Ortslagen. Auf Ortslagen, genau. Ja. Hat nicht nur Freude bereitet, das ist logisch, aber hat auch alles, wie wir vorhin schon sagten, Vor- und Nachteile. Finanziell, monetär betrachtet, ist sicherlich so eine kleine Gemeinde nicht immer besonders gut aufgestellt, aber ich finde den Weg trotzdem richtig, weil wir haben hier so bodenständige Menschen, die noch nicht fragen, was kriege ich von dir, sondern die sagen, was kann ich für dich machen. Das ist schön, und das muss man erhalten, weil je größer eine Struktureinheit, desto mehr geht das verloren. Und wie viele Einwohner haben Sie insgesamt, für die Sie zuständig sind als Bürgermeisterin? 562, das ist nicht wirklich viel. Und die Gesamtfläche der Gemeinde Bronco sind 38 Quadratkilometer. Wenn man mal einen Vergleich zu Großregen zieht, das sind 84 Quadratkilometer, aber mit 8500 Einwohnern. Mhm. Und wenn man die Flächen müssen wir ja in Ordnung halten. Also haben Sie doch relativ große Flächen für wenig Einwohner. So ist das. Da haben die Bronco immer gesagt, das alte Schloss,
Als ich hierher gekommen bin, ich habe mir gedacht, wo ist denn hier ein Schloss? Ja. Ja, hier haben in DDR-Zeiten oben noch Leute gewohnt. Mhm. Aber seit der Wende steht es leer. Und ich habe mich schon, also bin seit 2014 Bürgermeister. So lange versuche ich schon, jemanden zu finden, der vielleicht hier eigenstellen könnte. Ich habe immer gedacht, vielleicht so kleine Einraumwohnungen, mhm, wo die Leute, die älteren Leute aus dem Haus hier einziehen können, sind immer noch am Ort, in der vertrauten Umgebung. Aber haben eben bloß eine kleine Wohnungseinheit. Aber man findet niemanden. Einen Investor, der das macht. Man findet niemanden. Oder eine Pension, weil es ist ja eigentlich auch eine schöne Gegend hier zum ländlichen Urlaub machen. Ja, bloß wir haben zu wenig Geld, um es selbst zu investieren. Denn ich sag mal so 1,5 Millionen ungefähr, muss man schon rechnen, was man hier reinstecken müsste. Ja, Frau Müller, wunderschöner Baum hier. Das ist so ein bisschen der Ortsmittelpunkt, kann man das sagen? Das ist der Ortsmittelpunkt. Wir haben ja hier den großen Sportplatz, wo die Kinder bolzen können und Volleyball spielen, wo wir unsere Feste feiern, wo wir die großen Zelte aufstellen und angrenzend unsere Feuerwehr, die auch hier, wo die Kameraden praktisch auch für den Feuerwehrsport trainieren, aber auch für die Einsätze. Da muss man immer wieder den Hut ziehen vor den Jungs, die hier voll, wirklich in ihrer Freizeit aktiv sind, die alle Häuser haben, Familien haben, Jobs haben und sich so engagieren für den Ort und für unsere Sicherheit, sage ich mal, dass wir eben in Ruhe zu Hause sein können. Und wir haben in jedem Ortsteil bei uns in Bronco eine Feuerwehr. Das sind in Bronco alleine hier 65 Kameraden, die hier eingebunden sind, wovon etwa die Hälfte im aktiven Einsatz ist, also richtig die Einsatzkräfte. Und bis Ende vorigen Monat hatten wir schon 37 Einsätze über die Wehren. Liegt das daran, dass Sie so nah an der Autobahn sind? Teils, teils, also Autobahnsachen, aber es sind in diesem Jahr auch etliche Flächenbrände und auch Waldbrände gewesen, wo die dazu gerufen worden, die Jungs waren. Jetzt haben Sie mir ja gesagt, vorne im Eingangsbereich vom Ort, dass das alles jetzt so schick geworden ist. Das hat ja auch einen Grund, das war ja sonst nicht immer so. Da stand ein alter Schafstall. Richtig, richtig. Das war ein alter Schafstall und teilweise war es eine kleine Werkstatt von der LPG Bronco damals und sah wirklich nicht schön aus. Hat sich niemand so richtig dafür verantwortlich gefühlt. Ja, und dann hat der Thorsten Dix, der übrigens hier aus dem Elternhaus stammt, hier geradezu, deswegen kann man auch gucken, hat das Gelände käuflich erworben und hat es für seinen Firmensitz ausgebaut und es ist wirklich schick geworden. Na, dann würde ich sagen, gehen wir doch da mal hin. Oder? Ja, und Thorsten ist auch gebürtig im Bronco. Ah, okay, dann können wir ja mal. Der kann vielleicht auch eher erzählen, warum so ein junger Mann dann immer noch hier ist und nicht in Berlin oder in Dresden oder in Leipzig, sondern eben hier bei uns bleibt. Dann machen wir es mal auf den Weg. Ja, okay. Okay, gehen wir hier lang? Ja, ne? Ja, und wir können hier. Also hier die Feldsteinmauer, die ist auch wunderschön geworden, finde ich. Und vor allem die alten schönen Bäume hier, dass die erhalten werden, dass die erhalten sind. Also das ist ein Segen für uns alle. Sieht zu schön aus. Wer hat jetzt hier einen Ofenbau? Ah, okay. Ja. Das war mal ein Schafstall. Ne? Das war der Schafstall. Das war der Schafstall, ja. Genau. Ah, hallo Thorsten, du bist ja da. Moin, super. Moin. Guten Tag. Dürfen wir mal kurz aufs Gelände kommen? Gerne, gerne. Dafür haben wir das gemacht hier. Also wie ein Schafstall sieht es nicht mehr aus, aber es soll mal einer gewesen sein. Ja, so war wohl die Geschichte. Schönen guten Tag. Dann war's. Grüß dich, hallo. Hallo, Taschen. Die Bürgermeisterin hat geschwärmt, dass Sie das hier so schick gemacht haben. Na, wir haben uns beste Mühe gegeben. Wie kam es dazu, dass Sie sagten, aus dem Schafstall mache ich was? Naja, ich hatte ja mein Gewerbe schon, also 2000 hier angemeldet. Und das wurde eben von zu Hause aus betrieben, das wurde immer enger. Wir wurden größer und wir brauchten mehr Platz. Und wir wollten natürlich auch unsere Ware und unser Können präsentieren. Nicht? Und Ofen, Sie machen einen Ofen? Ja, wir bauen Kachelöfen und Kamine, Backöfen, Küchenherde, alles, was rundherum ums Feuer dazugehört. Das ist ja jetzt wahrscheinlich sehr gefragt, oder? Wollen die Leute wieder das ihren Ofen? Das ist gefragt, ja, auf jeden Fall. Aber auch schon die letzten Jahre, nicht nur jetzt natürlich extrem durch die Situation, aber die letzten Jahre hatten wir nie Mangel an Arbeit, immer zu viel. Und Sie sind ja hier in Bronco geboren? Also ja, Sie kennen die Bronco geboren, ja. Die Bürgermeisterin hat schon viel erzählt, aber was schätzen Sie so an Bronco? Was schätzt man an Bronco? Wenn man hier groß geworden ist, wenn man hier aufgewachsen ist, dann kennt man eben jede Ecke und jeden Einwohner.
Und es ist einfach ein gutes Zusammenleben, nicht? Man fühlt sich hier wohl und man kann sonst da wo im Urlaub gewesen sein, an den schönsten Stellen. Und trotzdem fährt man gerne wieder nach Hause. Das geht wahrscheinlich prinzipiell auch jedem so, nicht? Ja, aber ja. So ist das eben. Aber warum sind Sie zum Beispiel nicht in die große Stadt gegangen? Das hätten Sie ja auch machen können als junger Mensch. Was hat Sie so gehalten hier? Warum Dorf? Ja, weil man eben hier bodenständig gewachsen ist und klar kann man in eine Stadt gehen. Das war ja auch der Gedanke, das war ja nach der Wende auch die Arbeit ganz knapp, nicht? Und da war auch der Gedanke, nach dem Westen zu gehen. Aber prinzipiell wollte ich das nicht. Und wir haben hier ein Haus gebaut und dann will man auch hier wohnen, nicht? Und leben und nicht nur immer hin und her pendeln. Und ja, da hat man gesagt, wir versuchen es hier. Und wenn es denn nicht geklappt hätte, hätte man immer noch sagen können, wir müssen eben woanders suchen. Aber es hat ja alles gut geklappt und wir haben durch die jahrelange Arbeit auch einen guten Kundenstamm. Und das war zu Anfang ganz schwer, weil man null Namen hat und dann... Wie weit ist Ihr Kundenstamm so? Ist das jetzt nur hier so Umgebung oder auch... Vorrangig arbeiten wir um Kirchturm, also ich sag mal eine halbe Stunde um Bronco drumherum. Ja, dann vielen Dank, dass wir auf jeden Fall mal so ein kleines Pläuschen führen dürfen. Und eins weiß man, in Bronco wird man nicht frieren müssen, oder? Richtig. Ofenbauer hat man vor Ort. Das ist richtig. Jetzt gehen wir noch mal in die Kirche, die soll ja so schön sein. Jawohl, so machen wir das. Dann vielen Dank erstmal, ja? Okay. Ja. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Gut, hier sind wir bei unserer schönen Kirche. Sie dürfen auch. Freu- ja, danke. Freue mich natürlich auch, dass Sie sich die anschauen. Die sieht ja erstmal auf jeden Fall außergewöhnlich aus, würde ich sagen. Also zumindest sieht man so einen Bau. Ach, da kommt auch schon jemand. Ja, guten Tag. Guten Tag. Von außen ja schon mal sehr prachtvoll, Ihre Kirche. Ja, von innen auch. Hallo. Hegewald. Wir kommen von Hinterland, Hinterland die Reportage. Und entdecken immer Orte und natürlich auch die Kirchen, die dazugehören. Und Ihre Kirche, muss ich sagen, man hat ja schon viel gesehen, sieht irgendwie ganz besonders aus. Ja, also eine wunderschöne alte Kirche. Die ersten Bautätigkeiten fanden in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts statt. Mhm. Wurde im 18. Jahrhundert komplett umgebaut. Ich wollte gerade sagen, da stecken mehrere Epochen drin, ne? Ja. So sieht. Ja. Mhm. Was ist das älteste unten noch wahrscheinlich, die Fundamente? Das Mauerwerk, das Hallengebäude aus Anfang des 14. Jahrhunderts. Ja, dann schauen wir doch mal gern rein, oder? Genau. Wir folgen Ihnen. Ja. Die Highlights sind eben das Taufbecken, der Taufengel, der Altar und der Flügelaltar. Aber man sieht, es ist vieles zwar alt, aber alles irgendwie unterschiedliche Epochen. Ein bisschen zusammengeschustert wollte ich jetzt nicht sagen. Seit dem 14. Jahrhundert regelmäßig umgebaut. Aha. Und zuletzt habe ich gelesen da, 1935. 1935 wurde innen alles renoviert. Wie ist es überhaupt? Kirchen haben ja oftmals den Fall, dass dann so der Pfarrer auch in mehrere Kirchen gehen muss. Ja, ist hier, ist hier auch so. Ja. Also die Kirchen... Gemeinden werden immer kleiner oder die Gemeinden, die Mitglieder, damit haben wir auch zu kämpfen. Ah. Wie viele kommen hier noch so sonntags in die Kirche? Wenn wir gut sind, sind wir 10 Mann. Ja. Was sind aber trotzdem so Highlights, die hier so stattfinden? Ich denke mal Weihnachten wahrscheinlich. Weihnachten, Pfingsten, ganz wichtig. Konfirmation. Ostern, Konfirmation, Hochzeiten sind schon länger her, kommen hoffentlich wieder. Ja, genau. Zählen dann auch die Ortsteile zu der Gemeinde oder wer zählt jetzt hier alles also zur Gemeinde? Also zu Bronco gehören die Bergdörfer dazu, Gusta, Svito. Ach, die auch, die Plinsdörfer Weißer, auch die da. Die Plinsdörfer, ja. Da waren und wir auch schon mal. Sittinchen, ja? Genau. Schön. Die okay. gehören alle zu unserem Kirchenkreis hier. Ja, dann schauen wir uns noch ein bisschen um. Vielen Dank, dass Sie uns einen kleinen Einblick gegeben haben. Alles klar. Ja, dann alles Gute noch für Sie. Viel Spaß noch. Dann danke.
Ja, es ist wirklich eine traumhafte Kirche. Also habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich habe schon viele Kirchen gesehen, aber die hat schon was ganz Besonderes. Schön, freue ich mich. Da haben wir allerhand gesehen heute. Ja. Vielen Dank. Ja, wenn Sie noch ein paar Minuten Zeit hätten, würde ich Ihnen gerne noch was sagen, was im Ortsteil Lipten ist. Und zwar haben wir dort den Heimatverein und der hat dort eine schöne alte Scheune. Und da finden auch Feiern statt und die mit ganz viel Liebe wird dort ausgeschmückt und gemacht wenn und getan. Wenn Sie so lieb fragen, wenn Sie die fahren wir natürlich super, gerne nochmal an Lipten vorbei. Mich. Dann machen wir uns nochmal auf den Weg nach Lipten. Dann, jawohl. Ja. Jetzt sind wir hier an der alten Scheune. Alt sieht es ja gar nicht aus. Ja, da ist über 20 Jahre Herzblut und viele Stunden und privates Geld reingeflossen, damit die Scheune heute so aussieht. Die Scheune ist in der Nachwendezeit der Gemeinde zugefallen, wenn man so will. Und wir waren natürlich sehr dankbar und froh, dass es Menschen gibt, die das auffangen und die sagen, guten Tag. Unser Herzblut. Herzlich willkommen. Und einer davon ist unser Heimatverein-Vorsitzender, genau. Der Frank Albrecht. Ich begrüße Sie recht herzlich. Albrecht, Heimatverein-Vorsitzender. Hallo, grüß dich. Grüß dich, Frank. Das ist also so die berühmte Scheune, von der die Bürgermeisterin so geschwärmt hat. Hier wird kräftig gefeiert, hier oder? Hier wird kräftig gefeiert, ja. Was war kräftig das gebaut. Zwei Jahre natürlich konnten wir nicht. Durch Corona war ja überall das Gleiche. Auch dieses Jahr geht es wieder richtig zur Sache. Hier steckt viel Handwerk, Arbeit, viel Arbeit, ja. Herzblut drin auch. Haben wir mal reinschauen? Ja, das gerne. Ich kann auch noch ein bisschen Licht machen. Mit Küche sogar. Eine Scheune mit Küche habe ich, glaube ich, so auch noch nicht gesehen. Ah. Hier ist dann Platz zum Feiern. Die Küche ist das Herzstück. Ja, und was stehen denn dieses Jahr noch für Feste an? Also es steht noch an der Sommerkarneval, gemeinsam mit dem Karnevalsclub Lipten. Es sind ja auch sehr viele Mitglieder, es sind über 70 Mitglieder. Und dann unser Herbstfest, was der Heimatverein organisiert. Herbstfest, das kann ich mir hier drin richtig toll vorstellen. Mit so einer naja, wir hatten ja 9 Jahre lang Kürbisfest. Ja. Gemeinsam mit dem Herrn Lehmann, also Landwirtschaftsbetrieb Lehmann. Der hat selber Kürbisse angebaut und das war immer toll. Und wir wollten gerne 10 Jahre voll machen. Mhm. Jetzt gibt es keine Kürbisse mehr. Oh. Also müssen wir das umbenennen auf Herbstfest. Ne? Ja. Aber wie gesagt, wir waren immer sehr gut besucht. Ne? Also für unser kleines Dorf so 500, 600 Gäste zu begrüßen und zu bewirten, das ist schön. Also hier ist viel zu entdecken in Lipten, habe ich gerade festgestellt. Und wenn Sie sagen, es gibt ein Herbstfest, dann würde ich vorschlagen, vielleicht kommen wir einfach im Herbst noch mal wieder. Gerne. Das wäre doch super. Und dann schauen wir uns Lipten noch mal richtig an. Schön. Und vielleicht haben Sie auch Zeit, sind mit dabei. Und dann danke ich erstmal, dass sowieso, wir in der Gemeinde Bronco unterwegs waren, mit doch relativ großer Fläche. Ja. Und vielen Dank für Ihren Besuch. Gerne, das hat genau. Ganz gefreut, dass Sie uns mal richtig angucken wollen und nicht nur von oben. Natürlich, danke schön. Vielen Dank. Wir kommen wieder, der Deal steht. Jawohl. Zum Herbstfest. Ist notiert. Und dann trinken wir hier ein Bier zusammen. Genau, gerne. Ja? Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gemerkt, in unseren Hinterlandsendungen kann man gar nicht alles auf einmal zeigen. Deswegen haben wir gesagt, wir kommen einfach nochmal. Es war eine Ausgabe, diesmal aus Bronco. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Hinterland, die Reportage.